Im Folgenden möchten wir euch eine kurze Vorstellung unserer Analyse und dann von drei Referenzprojekten geben. Der Analyseort ist Linkenheim Hochstetten bzw. dort das Neubaugebiet Biegendorlacher Weg und dort haben wir uns die Quartiersgrenzen und die Schnittstellen angeschaut. Diese Analyse haben wir anhand des Bebauungsplans gemacht und haben uns dort verschiedene Parameter rausgesucht, wie zum Beispiel die Bebauung, dann die Fußgängerdurchwegung. Dort sieht man, dass die eigentlich ganz gut gelöst ist und an den Grenzen relativ durchlässig und auch innerhalb des Gebiets eine gute Durchwegung erfolgt. Und als letztes den Autoverkehr. Da sehen wir in grün die Haupterschließung über Kreisverkehre, was auch sehr gut funktioniert. Und innerhalb des Gebiets dann aber in rot verschiedene Straßenenden, die keine Wendemöglichkeit für den Autoverkehr bieten. In einer Überlagerung sieht man eigentlich ganz gut diese Grenze, die eben zwischen dem Bestand und dem Neubaugebiet entsteht, durch die vorhin genannten Akteure. Und die macht es eben sehr schwer, dass eben so ein zusammenhängendes Bild zwischen zwischen dem Biegendorlacher Weg und eben dem Bestand Linkenheim-Hochstetten entsteht. Im Weiteren haben wir uns dann mit einem Referenzprojekt auseinandergesetzt. Das befindet sich in Holland, in Eindhoven. Und das heißt Bosrijk und wurde von Karis Brands geplant und wurde 2008 gebaut. Ja, hier sieht man nochmal, hier sieht man ganz schön, wie das Gebiet im Inneren aussieht. Und das wurde unter dem Motto Urban Living in Green geplant, was sich hier auch ganz gut darstellt. Sehr markant für das Gebiet ist, dass der Verkehr sehr reduziert wurde. Also man hat sehr wenig Straßen innerhalb des Gebietes und ermöglicht, also das ist möglich dadurch, dass man eben relativ viele Tiefgaragen anbietet. Und durch diese geringen Straßen hat man quasi wenig versiegelte Flächen und damit auch dieses sehr grüne Wohngebiet. Allerdings ist natürlich auch so, dass das sehr weitläufig ist und von der Dichte natürlich nicht mit Linkenheim-Hochstetten direkt vergleichbar ist. Schauen wir uns jetzt die Bebauung an, sehen wir, dass diese auch relativ untypisch ist und so ein bisschen zusammengewürfelt, aber dadurch entstehen kleinere Nachbarschaften. Und diese Nachbarschaften bilden dazwischen auch immer Gemeinschaftsflächen aus und ermöglichen so eben dieses grüne Wohngebiet, das gleichzeitig gemeinschafts- und kommunikationsfördernd ist dadurch. Als nächstes haben wir uns Ibenburg angeschaut, ebenfalls ein Beispiel aus den Niederlanden von MVRDV, das 2005 fertiggestellt wurde. Auffällig ist bei diesem Gebiet die klare Grundstückseinteilung anhand der Rasterstruktur, wobei durch das Versetzen der verschiedenen Gebäude private und öffentliche Außenräume generiert werden. Und durch eben diese Einteilung und die einheitliche Typologie, die das Gebiet prägt, entsteht eine hohe Dichte. Schauen wir uns dort den Verkehr an, sehen wir, dass die Haupterschließung über eine umliegende Ringstraße erfolgt, wo dann auch Parkmöglichkeiten angesiedelt sind und das Gebiet innerhalb ist eigentlich komplett autofrei. Hier sieht man dann nochmal, wie MVRDV die Gebäude angeordnet hat im Gebiet und hier quasi nochmal der Vergleich, wie man das sonst so kennt in so klassischen Wohngebieten. Also anstatt dieser trennenden Autostraße hat MVRDV quasi die Ringstraße gewählt und anstatt der Gebäude, die sich an der Straße entlang anordnen und dann die Gärten zueinander geordnet haben, was oft ein sehr monotones Bild erzeugt, weil der Autoverkehr dann sehr trennend eben wirkt, hat MVRDV dieses aufgelockerte Bild und hat dadurch diese privaten und gemeinschaftlichen Flächen, die in Kontakt miteinander treten können. Des Weiteren konnte MVRDV durch die Planung auch die Kosten reduzieren. Und zwar haben sie eben diese einheitlichen Typologien verwendet, die eben dann auch sehr flexibel erweiterbar sind und so unterschiedlich große Wohneinheiten unterbringen können. Und sie haben es eben auch auf drei Materialien reduziert und haben eine große Standardisierung in dem Gebiet, was die Kosten eben weiter reduziert. Genau, hier sieht man dann die Gemeinschaftsflächen, die sich im Gebiet darstellen und hat man auch einen guten Einblick, wie das quasi im Gebiet aussieht und eben diese Überschneidung zwischen privat und gemeinschaftlich, was eben dann die Kommunikation und die Nachbarschaft im Gebiet fördert. Und hier sieht man ganz gut, wie eben jetzt die Gemeinschaftsflächen sich darstellen und auch von den Bewohnern frei bespielt werden können durch den fehlenden Autoverkehr.
die privaten Flächen sind eben so gelöst, dass man keine Zäune anbringen darf, wodurch eben sehr offenes Gebiet entsteht. Allerdings können die Privatflächen sehr von Bewohnern individuell gestaltet werden und so eben dann sich auch angeeignet werden. Als letztes Beispiel haben wir uns noch eine deutsche Referenz ausgesucht, und zwar Iffezheim. Wir fanden, dass das von der Suburbanität und von der Größe sehr vergleichbar mit Linkenheim-Hochstädten ist. Und in Iffezheim haben wir uns dann erstmal die allgemeinen Festsetzungen angeschaut, vor allem die Grundstücksgrenzen, da dort eben Festsetzungen, die Höhe der Einfriedungsart begrenzen, festgesetzt sind, und eben an öffentlichen Flächen darf die Einfriedung dann auch nur in Form von geschnittenen Laubhecken erfolgen. Die Dachformen sind eigentlich ähnlich wie in Linkenheim-Hochstädten, also verschiedene Dachformen zugelassen und auch verschiedene Dachmaterialien. In einer beispielhaften Gegenüberstellung haben wir dann jetzt einmal hier die Bebauung Linkenheim-Hochstädten und Iffezheim, und da sehen wir, dass eigentlich vom Programm her das ganz ähnlich ist. Also wir haben den Anbau an der Bestandsbebauung und innerhalb des Gebiets ein Gewerbegebiet. In Iffezheim ist dieses Gewerbegebiet allerdings gekoppelt noch mit einem Seniorenheim, was dann so ein gefasstes Ensemble auch ergibt. Genau, und abschließend haben wir nochmal ein kleines Fazit mitgebracht und hier die wichtigsten Aspekte von den einzelnen Referenzprojekten. Also bei Bostrick fanden wir eben diese blockweise Auslagerung des Autoverkehrs sehr gut und das Anbieten von Tiefgaragen und eben durch die Bildung von Nachbarschaften durch die Anordnung der Bebauung. Während bei MVRDV eben ganz schön ist diese einheitliche Typologie, die verwendet wird, und wodurch eine hohe Bebauungsdichte entsteht, und die Wohntypologien können aber trotzdem sehr divers gewählt werden. Und des Weiteren eben diese Versetzung der einzelnen Gebäude, die dann eben die Kommunikation fördert in der Nachbarschaft und Blickbezüge herstellt. Und bei Iffezheim, wie gerade eben schon genannt, eben die Verkehrsführung mit Ringstraßen und die Festsetzung von der Einfriedungsart, also zum Beispiel, dass es eben keine Zäune geben darf, die zu hoch sind. Und abschließend haben wir hier nochmal die einzelnen Projekte auf Linkenheim-Hochstädten angewandt, um zu zeigen, wo es hätte möglich sein können, ähnlich zu agieren.